Ja, also Hunger haben wir jetzt nicht mehr. haben uns einfach mal irgendwo durchgefuttert. So, wo ist denn unser Held? Bist du unser Held hier? Kunesh. Gott sei mit dir, Kunesh. Was willst denn du? Sehr charmant, sehr charmant. Vater schickt mich wegen der Schulden. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Bezahl zumindest das Werkzeug. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Schulden gehören beglichen. Vater wird dir einen Besuch abstatten. Schon zahle du Saufbold. Schulden gehören ge beglichen, Junge. Ich weiß, du hast es nicht leicht. Deine Frau ist weggelaufen. Schnaps ist dieser Tage teuer und du bist zu nichts zu gebrauchen. Aber Schulden sind Schulden. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Du Hurensohn, wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren. Schlag Waffe. Also wir haben gerade keine stärkere langsame Angriffe mit einer Waffe. Haken, stärkere langsame Fausthiebe ins Gesicht. Aha. F tritt, wirft den Gegner zurück. Von zum nächsten Gegner zieht sie, Fokus beenden, blocken, Waffen zur Verteidigung hochnehmen. Okay. Gegner, dieser Indikator zeigt an, wie viel Gesundheit ein Gegner noch ungefähr übrig hat. Je schwerer er verwundet ist, desto langsamer greift er an und reagiert. Naht sein Ende, versucht er möglicherweise zu fliehen oder ergibt sich. Deine Verletzungssymbole, die Aufschluss darüber geben, an welcher Stelle du verletzt bist und ob du blutest. Angriffsausrichtung, aha, und wählen. Oh Gott, hoffentlich kriegen wir das hin. Du kannst nicht aus einer ausgegrauten Richtung angreifen, okay. Ausdauer trifft der Angriff deines Gegners deine Rüstung oder blockst du ihn, kostet dies Ausdauer. Ist diese vollständig raus, kannst du dich nicht mehr verteidigen, wirst verwundet. Deine Angriffe brauchen ebenfalls deine Ausdauer, insbesondere die mit einer schweren Waffe. Gesundheit. Schützt du dich schlecht und ist deine Rüstung unzureichend, werden dich Treffer verwunden. Schwere Wunden führen zu tödlichen Blutungen, wenn du nichts unternimmst. Je schwächer deine Gesundheit, desto niedriger ist deine maximale Ausdauer. Ah ja. Aber wie verteidige ich mich? Aua, aua. Aua. Scheiße. Alter. Kann ich mich auch irgendwie schützen? Oh Gott. Aua. Also ich blick das Kampfsystem noch nicht so wirklich. Oh Gott. Wie funktioniert denn das hier? Und ich habe nie Ausdauer, Alter. Schwerverletzung. Nein, kannst du nicht laufen mit einem gebrochenen Arm. Schwer nicht. Okay, neue Stufe erreicht, warum auch immer. Alter!
Mhm. Geschieht dir recht, du Lümmel. Und dein Alter kann auch zur Hölle fahren. Du kannst deine Gesundheit stets in der roten Leiste am unteren Bildschirmrand im Auge behalten. Die Menge an Gesundheit legt gleichzeitig die maximale Menge an Ausdauer fest, weshalb immer ratsam ist, dich zu beheilen. Heinrich wird irgendwas tun, damit es geht. Alter, das Kampfsystem, das blicke ich ja noch überhaupt gar nicht. Gut, wir gehen jetzt erstmal zu Mutti petzen. Oh Mann. Verprügelt von einem Saufbold. Na toll. Na, wo ist denn unsere Mutter? Ich glaube im Haus, ne? Mutti, Mutti, der hat mich gehauen. Ach, Herrje, hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte, so gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Geht's deiner Mutter, sie wird dich verarzten. Okay, jetzt geht's uns wieder gut. Was sagt ein Vater zu der ganzen Sache? Tja, achso, das ist immer noch das, okay. Bim, 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 bim. Kann ich mit ihm nochmal quatschen und mit meinem Vater drohen? Ich hole meinen Papa. So. Mhm. Kommt jetzt so eine Spande? Kommt jetzt so eine spannende Cutscene, dass es jetzt gerade lädt oder was? Mal habt ihr nicht gereicht, wie? Also, ja, stumm, jetzt. Gar nichts. Kannst das deinem Alten ausrichten? Ich sag's dir. Rühr mich an und ich lass dich in den Kerker werfen. Hm. Okay, okay, was soll ich denn jetzt, kann ich das irgendjemandem petzen? Dass der mich gehauen hat. Geht das? Katzi? Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst ist ein feindlich gesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Ja, einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Das kümmern mich bitte die Österreicher. Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon... Hör auf mit der Blasphemie! Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund und... Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos.
Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzis Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll dumm zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Mit Scheiße. Also, Kumpel, bist du dabei? Ja, die Ehre des Königs mit Scheiße verteidigen. Warum nicht? Why not? So, ich bin dabei, aber dafür müsst ihr mir helfen. Oh, das klingt gut. Also schön, ich bin dabei. Aber dann müsst ihr mir auch unter die Arme greifen. Wobei denn? Kune schuldet meinem Vater Geld und zahlt nicht. Reden hat nichts gebracht, also muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Alleine bekomme ich das aber nicht hin. Kein Ding, wir geben dir Rückendeckung, sobald wir das Haus des Deutschen neu gegipst haben. Ich würd's diesem Saufkopf nur allzu gern zeigen. Also schön, gehen wir. Der Deutsche sitzt immer noch im Wirtshaus. Begib dich mit deinen Freunden zum Haus des Deutschen. Na dann mal los. Du hast gelernt, Papst Benedikt. Du hast gelernt, Albrecht von Habsburg. Verdammt! Button? Geh mit deinen Freunden den Angriffsplan durch, okay. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Okay. Gatten des Deutschen weg. Was willst du, Junge? Dein Gatte macht Ärger. Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer, sei sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Jo. Okay. Die Gattin ist jetzt weg. Kann ich jetzt und so und könnt ihr, können wir anfangen? Die Gattin ist weg. Geh und reiche dich an den Deutschen. Wartest du, Soldat? Feuert den Tribok ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich Herr. Das ist für Sigismund! Wuhu! Fresst Scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey, Hans! Siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat.
Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Arschloch! Das wirst du mir büßen! Geh und räche dich an den Deutschen. So, Aufgabe abgeschlossen. What? What? Oh, schon wieder kämpfen. Das kann ich ja voll gut, wie wir schon gesehen haben. No. Aber ja, zumindest habe ich jetzt mal Hilfe. Alter. So, erstmal ganz kurz ausruhen. Okay, er gibt auf, wie es scheint. Wo sind die anderen? Hallo? Was tut ihr da? Habt ihr den Verstand verloren? Kloppen! Flieh vor dem Büssel. Okay, dann hau ich mal. Aha, geh mal weg hier. Manchmal musst du rasch zu einem bestimmten Wegpunkt und wenn Heinrich bereits an diesem Ort ist, ist es nicht notwendig, die Reise noch einmal anzutreten. Auf der Karte M siehst du alle Orte, an die du mittels Schnellreise gelangen kannst. Wähle einfach aus, wohin du reisen willst. Du hast entdeckt. Schnellreiseort. Okay. So, Jungs, wo sollen wir jetzt nochmal hin und wo gehen wir jetzt hin und sind wir jetzt schon geflohen und ja... Was zur Hölle machst du da? Naja, also die Kuh läuft noch so ein bisschen gegen die Wand. Wie gesagt, ich spiele gerade am Release-Tag. So, Jungs, wo wollt ihr denn Gott hin? Sei mit dir, Heinrich. Na, dankeschön. Gehen Sie jetzt wieder zurück zur Schenke, oder? Willkommen, Heinrich. Ich muss bloß Vorräte aufstocken. Ich laufe einfach mal hier hinterher. Du hast entdeckt, Händler. Waren wir nicht zu dritt? Beziehungsweise zu viert? Ja, was wird denn das hier? Hallo! Hey, pass auf! Die Leute heutzutage. Ah, okay. Reden. Diesen Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können Sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Ich brauche Hilfe mit Kunesch. Ich bräuchte Hilfe mit Kunesch. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los! Ja, Hände waschen wäre jetzt eigentlich ganz cool. Was denn? Kunesch, schwing deinen Arsch raus. Ich muss dir was zeigen. Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen...
löschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. So, jetzt wird noch mal gekämpft. Oh, oh, oh. Verdammte Scheiße! So, ich glaube, den haben wir es gegeben, dem Kunesh. Genug, genug! Ich gebe auf. Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich habe. Kapiert? Okay. Das hat man jetzt mal erledigt. Also die paar Aufgaben hier will ich schon erledigen. Hier im Let's Test, Let's Play, je nachdem, was es am Ende wird. So, mit dir kann ich reden. Glück und Gesundheit. Lass uns handeln. Okay, ich brauche Holzkohle. Ich glaube, einmal reicht, ne? So, jetzt habe ich das im Warenkorb und Handel abschließen, X. Du hast nicht genügend Geld. What? Warte mal, habe ich jetzt... Der hat uns doch jetzt gegeben, was er hatte. Na gut, Börschchen. Hast mich klein gekriegt. Nimm, was du willst, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ja, nee, ist okay. Wo soll ich das jetzt hernehmen? Aus dem Haus? Soll ich jetzt einfach rein und mich bedienen? Oder wie? Oder was? Und, what the fuck, hat sich jetzt mein... Nee, oh, Gott sei Dank. Das war jetzt mein Mega-Lag. Keine Ahnung. Warum, wieso, weshalb? Ja, aber, hä? Der hat mir doch jetzt das Zeug gegeben. Oder hat er nicht? Junge, du verwirrst mich. So. Ich habe jetzt einfach mal die Axt mitgenommen. Aber ansonsten ist hier ja auch nicht viel. Sich waschen. Das wäre mal... wie es in einem Druck geht. Sehr gut. Ja, so ein bisschen leckt es ja doch immer noch mal. Also das Ding ist nur... War die Axt jetzt die Bezahlung oder wie oder was? Na gut, er labert nur das gleiche Kümmer. Na gut, Börschchen. Hast mich klein gekriegt. Nimm, was du willst, aber das ja, ich kann ja nur die Axt gesprochen. Nehmen. In deinem komischen Haus hier. Da ist ja nichts. Ich würde das jetzt schon noch ganz gerne hier schaffen. Nee? Kann ich jetzt mit der Axt handeln oder wie oder was? Habe ich irgendwas übersehen? Bin ich blind? Ich nehme Kochlevel mit und handle damit. Da hat er nichts hier. Die Truhe, die kriege ich wahrscheinlich nicht auf. Aufschließen. Ah ja. Finde etwas bei Kunisch, das sich verkaufen lässt. Okay. Gut, ich denke mal, der Typi, der Köhler, ist jetzt daran nicht interessiert. Warte mal, war das hier der Händler? Hallo? Tag. Viel Glück. Na, aber immer doch. Händlerin und du bist irgendwas anderes. Hallo. Lass mal handeln. Bist du irgendwie an grünes Hemd? Nee. An der Axt interessiert?
Wann geprüfen? Info. Oder einen Hammer? Wie wär's mit Nägel? So, Handel abschließen. Ja gut, danke. Ich hoffe, ich habe jetzt genügend Gold, um mir ein Sack Kohle. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Kohle, um Kohle zu kaufen. Hahaha, er wird nicht alt. So, Holzkohle, das würde ich ganz gerne in den Warenkorb einmal und... Sehr gut. Ich hoffe, einmal Holzkohle reicht. Nein, 10. Kann ich mir auch noch 9 weitere kaufen? Geht das? Kriege ich das hin? Warenkorb. Dein Vermögen, Vermögen des Händlers, dein Ruf, du zahlst 4 bis 5. Passt. Okay. Hätten wir das also auch erledigt. Spieler kaufen Sekunde auf dem Markt. So, warte mal, wir müssen... Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, vielen Dank. Okay, das Schloss ist dicht, ist zu, kann ich hier, ist auch verschlossen. Ich kann den Besen hier mitnehmen, wie wär's damit? Achso, du bist Bianca. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Na du! Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr. Ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Bier. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl, einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Maniac? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk, Retterschnaps. Ha, du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Okay, das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch, zum Beispiel an wichtigen Stellen von Quests, wenn du schläfst und wenn du das Spiel verlässt. Wenn du das Spiel manuell speichern willst, musst du Retterschnaps zu dir nehmen. Das ist jedoch ein stark alkoholisches Getränk. Ich kann maximal sehr viele nehmen, was ich jetzt nicht lesen konnte. Sehr schön. So, was ist denn jetzt noch zu erledigen? Begib dich zum Schwertkampftraining... Das ist Kaditz. Schleifstein. Hey, Pip. Willst du was lernen? Nö. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann.
Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Ich sag jetzt einfach mal noch nicht. Ja, aber vorher muss ich noch etwas erledigen. Also gut. Ich warte wie immer beim Schafpferd. Weil wir haben schon unsere obligatorische Stunde erreicht und ich habe gesagt, so eine Stunde nehme ich auf und dann schaue ich mal, wie es euch gefällt. Wenn es euch gut gefällt, werde ich hier ein Let's Play draus machen und begleiten Heinrich, jetzt ist mir tatsächlich der Name entfallen, wir begleiten Heinrich noch ein Weilchen, aber ansonsten soll es das hier erstmal gewesen sein. Also wie gesagt, schreibt es in die Kommentare oder gebt irgendwie einen Daumen hoch, zeigt es mir irgendwie, dass ihr weiterhin Let's Play davon sehen wollt. Und ja, dann spielen wir hier weiter mit Heinrich und gucken mal, was der Schwertkampf so bringt. Ne, in diesem Sinne, bis dahin Leute und tschüss.